Willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. So Leute, ich habe jetzt hier mal ein bisschen weitergemacht. Und zwar möchte ich hier chinesische Schuppentiere reinhaben. Die habe ich auch schon geholt, ein Männchen, ein Weibchen. Die habe ich noch so ein bisschen ausdekoriert. Dann hier die Wasserquelle reingemacht. Windkraftanlage haben wir auch schon freigeschaltet. Da habe ich auch noch eine hingemacht. Ja. Dann habe ich unsere ganzen Tiere ausgetauscht. Also die Männchen auf jeden Fall. Denn da waren ein paar dabei, wo es denn Inzucht war. Und das ist ja nicht der Fall. So. Ja. Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt doch schnell einen Tierpfleger ein, der sich um diese chinesische Schuppentiere kümmern soll. Das machen wir jetzt noch einmal. Zoo Tierpfleger einstellen. So. Dann gehen wir einmal auf. So. Stopp. Gehen dann hier auf Arbeitsbereich. Müssen wir natürlich einen neuen Arbeitsbereich erstellen. Schuppentier. Schuppentier. So, zack. Der Arbeitsbereich liegt dann. Ah, warte mal. Ich habe noch was vergessen. Das, ja. Und zwar ein Tor, Leute. Gehegeeingang. Wo machen wir den hin? Ich würde sagen, hier. Machen wir den hier? Und dann machen wir den einfach offensichtlich. Ja, hier, oder? Komm. Wieso denn nicht? So, jetzt doch mal das Ganze. Also. Und hier muss ich noch einmal kurz Barriere bearbeiten. Denn das soll ja auch so sein. Gut. So, nochmal das Ganze. Zack. Gehen wir auf neuen Arbeitsbereich. Schuppentier. Schuppentier. So. Dann hast du hier dein Mitarbeitereinrichtung, den kann er in dem Bereich nicht. Tierpflegerhütte, nee, auch kann er hier als Praxis. Tierpflegerhütte groß und ja, das war dann der Bereich. Und jetzt müssen wir noch mal so Bereichsleiter, dann kommt jetzt hier noch mal das Schuppentier. Wo ist es denn? Wölfenbereich? Nein, 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 Schuppentier. Wo bist du? Nee, es ist hier auch nicht. Ist der Wandgehege? Wölfenbereich? Auch nicht. Ja, wo wird es denn jetzt hin? Hä? Warte mal, ich habe doch hier jetzt das Schuppentier reingemacht. Wölfe. Warte mal, Savann, Tierarzt. Arbeitsbereich. Okay, muss ich irgendwie nochmal machen. So, Schuppentier, nochmal. Schuppentier. Tier und gut.
Das hätten wir jetzt erstellt. Jetzt müssen wir noch mal Arbeitsbereich gehen. Der müsste jetzt hier irgendwo das Schuppentier sein. Da ist es. Bearbeiten. So, zack. Nee, nicht Quarantänebereich, sondern hier. Und deine Tierpflegerhütte. So. Das müsste jetzt eigentlich so gebongt sein. Gucken wir einmal. Schuppentier. Ein Gehege, ein Mitarbeiterraum. Zack. Und dich teilen wir da jetzt genau ein. So. Ja, perfekt. Und dann werden wir jetzt auch die Schuppentiere reinlassen. Warte mal. Wo sind sie denn? Da. Beide 4 Jahre alt, also. Zack. Und das andere kommt auch da rein. Ja, die sind jetzt halt nicht die besten, haben aber auch keine Arterhaltungspunkte gekostet, sondern nur Geld. Gut. So, wohin gehst du denn jetzt? Hallo? Du sollst dich gar nicht darum kümmern. Naja, der kommt bestimmt noch. Einrichtung hat keinen Strom, ja, das kennen wir schon bereits. Da kümmere ich mich auf jeden Fall später drum. Ich will jetzt das hier mit den Schuppentieren gerne mitbekommen. Wohin gehst du denn jetzt? Na, egal. Die kommt schon noch. So, jetzt hoffe ich aber, dass gleich mal die Schuppentiere kommen. So. Und wir haben sogar ein Baby-Zebra. Jo, ist sogar ein Weibchen. Na, hast du Durst? Ja, ne? So. Wo bleiben die denn? Wo bleiben die denn bitte? Ach genau, hier habe ich noch was vergessen. Das war eine Spendenbox. Keine Dampflok ist wirklich preiswert. Ich habe leider dafür kaum warten müssen. Sehr schön. So muss das sein. Aber wo bleibt der Kollege jetzt? Ach so, da kommen sie ja. Da kommen sie angerannt. Dauert halt ein bisschen zu. Ist nicht der kleinste. So. Gleich mal gucken, wie das mit dem Gelände ist. Gut. Und da sind sie. So, einmal Pause drücken. Wie fühlen sie sich? Gras kurz. Es war klar, dass sie da auf jeden Fall mehr möchten. Machen wir jetzt erstmal alles mit kurzem Gras. So.
Grasslangen hätten sie auch gerne ein bisschen. Das machen wir auf jeden Fall hier oben. Und ich würde sagen, auch in der Höhle. Bisschen. So, Erde hätten sie gerne viel. Okay, eigentlich wollen sie nur Erde. Gefühlt. Und Gras lang. Gras kurz können wir auf jeden Fall noch ein bisschen machen. Also Gras lang mögen sie irgendwie gar nicht. So, Gras lang ist jetzt okay. Jetzt fehlt das auch noch für diese Region. Nee. Vielleicht noch ein bisschen Fels hier. Mögen die denn auch Sand? Ja, ein bisschen. Machen wir hier und da vielleicht noch ein bisschen Erde. So. Gut, Pflanzen. Wie sieht das denn damit aus? Biome. Tropen und gemäßigt. Und was noch? Und halt Asien, ne? Und Kontinente. Asiatisch. Ja, gucken wir mal, was wir den denn da jetzt mal reinhauen. Ich würde sagen, ein Baum hier. Brenner sind sie das, glaube ich, ne? Oder? Ja. So, Buche. Vielleicht hier noch eine. Bambus ist mir ein bisschen zu groß. Ich finde, das sieht noch schön aus. Das gefällt mir echt gut. Generell das Asiatische mag ich sehr gerne. Aber das ist ein bisschen zu grob, ne? Was ist denn mit dem hier? Ein bisschen Schilf? Hier noch so ein bisschen zu. Hier noch so, dass man den Zaun verdecken kann. Das war jetzt ein bisschen zu. Ich sehe hier fast gar nichts mehr. So, machen wir doch hier noch so ein paar Seerosen, oder? Ja, sieht doch gut aus. Dann noch ein Stämmchen. Hier noch ein Baum. Also hier kann man das bei denen gerne richtig vollknallen, das mögen die irgendwie. Das war wieder zu gut gemeint. Weil der ist auch nicht perfekt. So. Gut, ich würde sagen, das sieht doch mit der Bepflanzung ganz gut jetzt aus.
So, natürlich müssen wir jetzt erstmal forschen gleich. Einen Moment. So, Tiere forschen. Das macht auf jeden Fall unser Bester. Und zwar er hier. Er wird auf jeden Fall erstmal forschen. Gut, Lebensqualität, Gehege. Das war jetzt Schuppentier. Warte mal, chinesisches. Wie werden die geschrieben? Chinesisches ist klar. Aber. So, die gucken wir uns gleich an. Da, so. Gehege. Chinesische Schuppentier, das mögen die also auch, okay. Dann packen wir den das. Ja, warte mal. Jetzt ist aber. Jetzt will ich nicht. Ich will nicht, dass unsere Höhle dadurch weggeht. Ja. Nee, das möchte ich auch nicht. Geht es hier rein? Ja, könnte, aber dann hätten sie keinen Rückzugsort mehr. Was ist, wenn ich das hier hin so mache? Dann hätten die auch keinen Rückzugsort mehr. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber. Wir können ja erstmal das hier alles reinhauen, ja? Zack. Zack. Ich schätze mal, das ist auch okay. Der Sprinkler kommt hier rein. Karton, den stellen wir, weiß ich nicht. Hauen wir jetzt einfach auch da erstmal mit rein. Und Beschäftigung, Futterbox. Na gut. Die Futterbox, das ist natürlich schon. Es wäre schon gut, wenn wir die mit drin haben, sage ich mal so. Aber. Nee. Das kann ich auch nicht einfach so reinklatschen. Aber. Wäre es denn so, und dann machen wir hier einfach noch mal beim Gelände wie sieht das denn jetzt mit dem stabilen Rückzugsort aus? Ist gegeben zu 100%. Gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Schlafmöglichkeiten. Oh, ein bisschen kleiner, ne? 1, 2, 3. Warte mal, ich glaube, ich. Ich will nicht, dass das Gelände mitgeht. Was habe ich denn da damals gemacht?
Apotheke. Ich bin, glaube ich, immer noch beim Tunnel, ne? Das machen wir jetzt einmal aus. Einrichtungen, Gehege. Ne, jetzt macht er immer noch. Das macht er immer noch. Jetzt finde ich scheiße. Wieso macht er das? Nein. Gibt es daran? Ne. Gelände. Wege. Was habe ich denn hier eingestellt? Wege stützen, Weg mit Gelände. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Es gefällt mir aber nicht, wenn das da oben so weggeht. Das will ich nicht. So, ich probiere es einfach mal so. Mal sehen, wie sie sich jetzt wohlfühlen. Gut, die ganze Zeit schon wieder gebaut. Ach, wir müssen noch, Leute, so einmal den Tierpfleger rufen. Und wie geht's denn jetzt? Und dann können wir jetzt hier auch nochmal die Information anmachen. Chinesische Schuppentier, zack. Kommen die hier eigentlich rauf? Kurz einmal. Gelände, ich versuch's noch mal irgendwie zu glätten. Ich glaube, die kommen da nicht auf. Wo sind die denn jetzt, die beiden? Hier, ne? So ein Tier ist verstorben. Tierarzt ist bereits schon unterwegs. Okay. Kämpfe bei den Wölfen. Wegen was denn jetzt? Ja, und unsere Riesenschildkröten machen mal wieder Probleme. Die sind schon wieder durstig und stopp mal kurz. Ausgewachsen sind sie auch. Auf jeden Fall das Weibchen, das lassen wir auf jeden Fall jetzt frei. 112 Arterhaltungspunkte. So, das ist natürlich sehr gut. Ja. Was machen unsere... Ach, ich habe noch was vergessen. Ich muss hier auf jeden Fall noch Mülleimer. Chinesische Mülleimer hätte ich gerne. Müll... Ostasiatische, das passt doch, oder?
Oh, ich drück immer Q. So, zack, zack, zack. Hier beginnt ja der ostasiatische Raum, deswegen werden da auch Mülleimer hinkommen. So, Freunde, würde ich sagen, die Folge ist auch mal wieder vorbei. Länger als eine halbe Stunde soll sie nicht gehen, weil YouTube denn da ein bisschen zicken macht. Gut. In der nächsten Folge würde ich sagen, kommt dann kein neues Tier. Da werden wir dann mal uns ein bisschen um die... die Tiere kümmern. Mal ein bisschen angucken. Eisenbahn fahren, gucken, wie alles läuft. Jawohl, da kommen die rauf. Das ist ja geil. Wie die rumflitzen. Das ist süß. Machen wir noch einmal kurz. Ich will einmal kurz Partner vergleichen. Nein. Wollte das mit dem anderen machen. Wo bist du denn? Hier, ne? So, Partner vergleichen. Und... Boah, 27% ist jetzt nicht das Beste, aber wir können noch ein bisschen forschen. Das ist okay. Und wir kriegen das Wildschweingehege mal wieder nicht unter Kontrolle. So, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werden wir auf jeden Fall ausschließlich... Es wird keine neuen Tiere geben dann in dieser Folge. Sondern wir werden mal ein bisschen rumgucken. Nur gucken, ein paar Management-Dinge noch machen. Das war's dann. Können die eigentlich auch schwimmen? Ja, die können sogar schwimmen. Das ist ja geil. Oh, wie süß. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst bitte eine Bewertung da. Das hilft mir und diesem Kanal und diesem Projekt. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge.